Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diesen kleinen Schlawiner, der hier schon rumturnt. Und zwar habe ich euch den ja schon in einem Video gezeigt. Das ist der süße Nasco. Das ist Nasco. Nasco dummt nicht. Er will immer alles anlegen. Also das ist Nasco. Unser kleiner Chihuahua. Ne? Und es geht heute um ihn. Denn ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt, die ihr so über ihn habt. Und die wollte ich heute einfach mal in diesem Video beantworten. Ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß. Und falls ihr Fragen habt über ihn, dann könnt ihr sie einfach in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich die gerne natürlich auch, entweder in den Kommentaren oder mal in einem anderen Video. Viel Spaß! Also eine ganz, ganz große Frage. Wie alt ist Nasco? Nasco ist am 1. Oktober geboren, 2018. Also ist er jetzt November, Dezember, 8 Monate alt schon. Gestern 8 Monate geworden. Dann ist die nächste Frage, welche Rasse ist er? Also er ist ein Pomschi, das heißt ein Pomeranien-Chihuahua. Aber er kommt eher nach einem Chihuahua. Also er hat eher das Fell von einem Chihuahua. Ja, dann wurde ich gefragt, wie ich so ungefähr seinen Charakter beschreibe. Das ist ziemlich schwierig. Also er ist sehr verspielt, aber er ist auch sehr, sehr ängstlich und ja, er ist sehr anhänglich auch. Ja, also er ist sehr, sehr viel bei mir und immer wenn er Angst hat, dann kommt er immer direkt zu mir und versteckt sich so zwischen meinen Beinen. Genau, das ist sehr, sehr extrem bei ihm. Und sonst... ja, super verspielt, super nett auch zu allen. Also er hat keine Probleme mit anderen Hunden, keine Probleme mit Katzen, keine Probleme mit größeren Hunden auch. Also klar, er hat manchmal ein bisschen Angst, weil er ist ja auch viel kleiner. Aber so an sich einen sehr, sehr schönen Charakter hat er. Wie gesagt, sehr verspielt, aber auch offen für Neues. Und genau, ich glaube, so würde ich ihn ungefähr ein bisschen beschreiben. Und sehr, sehr neugierig. Also es ist wirklich sehr, sehr neugierig. Er ist so süß. Ja, dann die nächste Frage. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Das haben auch ganz, ganz viele gefragt. Nasco ist ja schon so ein Name, den hört man nicht überall und sehr, sehr selten. Und ich habe wirklich so lange nach einem Namen gesucht. Bei Oreo war das so, also dem vorigen Hund. Er greift einfach meinen Fuß an. Also bei Oreo war das so, da hat Felix einfach gesagt... Oreo. Und ich dachte mir, ja, passt. Und bei ihm war das wirklich so, ich wusste ja, dass ich ihn bekomme und habe dann noch so ungefähr einen Monat Zeit gehabt, mir einen Namen zu überlegen und habe dann die ganze Zeit überlegt und dann habe ich im Internet einen Lasco gelesen, also Nasco mit L, Lasco. Habe ich gelesen und habe zu Felix gesagt, ja hier, den finde ich total schön, den Namen, was hältst du davon? Und er meinte, nein, das passt nicht, möchte er nicht. Und alle waren immer auf dem Trip Gizmo. Gizmo, Gizmo, Gizmo. Ich weiß nicht, ob ihr Gizmo kennt. Gizmo ist irgend so ein Tier damals von irgendeiner Serie oder Sendung im Fernsehen. Auf jeden Fall, meine Eltern sagen, also haben immer gesagt Gizmo, Gizmo, Gizmo. Jetzt kaut da jemand den Finger an. Seht ihr das? Das macht auch schon gerne und alles anlecken. Ne? Genau. Also, dann habe ich, wie gesagt, Lasco gefunden und Lasco war aber auch noch nicht so, dass es Klick gemacht hat. Und dann habe ich es überlegt und irgendwann dachte ich, Nasco. Nasco, ja, das passt. Und das war aber auch, glaube ich, erst 3 Tage später oder 4 Tage später, als er schon bei uns war. Also er hatte die ersten Tage gar keinen Namen. Bei der Züchterin hieß er Cookie, weil er so viele Flecken hat. Aber das finde ich so einfach so dahergeholt. Und Nasco finde ich wirklich so, ist was Außergewöhnliches. Und ich finde, es passt einfach perfekt zu ihm. Und sein Spitzname ist aber immer noch Gizmo. Er hört auf beide Namen, weil sie beide eben auf S-O enden, sozusagen. Oder Gizmo. Nasco. Es ist sehr, sehr ähnlich und Hunde, man sagt ja, Hunde hören immer nur auf das Ende sozusagen und da passt das natürlich. Und er hört auch echt auf beides. Also mein Vater nennt ihn zum Beispiel immer Gizmo und da hört er genauso.
Und ja, im Endeffekt habe ich den Namen noch nirgendwo gelesen oder so, sondern ich habe ihn mir einfach aus Lasko zusammengebaut. Dann die nächste Frage: Hat Nazco noch Geschwister? Also Oreo war ja sein Bruder und es gibt noch ein Mädchen. Die ist aber schon ganz am Anfang gegangen. Das war die erste, die ausgezogen ist sozusagen. Die habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen, als wir die Welpen kennengelernt haben. Da habe ich einmal seine Schwester gesehen und eben Nazco und Oreo. Dann die nächste Frage, ob die Züchterin ihn zu Hause hatte oder ob er schon verkauft war. Also Nazco war sozusagen das Überbleibsel aus dem Wurf. Und ja, er war noch über und hatte noch keinen zu Hause und dann habe ich ihn, wie gesagt, bekommen. Ja, dann die nächste Frage, was mag er und was mag er nicht? Also Nazco ist ein Kuschelmensch, oder ein Kuschelhund. Er möchte ganz, ganz viel kuscheln. Also kuscheln geht immer. Was er nicht mag, ist, ja, wenn man ihn zwingt halt einfach, ne? Wenn man ihn zwingt zu kuscheln oder wenn er gezwungen wird, irgendwas zu machen, dann schaltet er auch ab und hat auch gar keine Lust mehr. Und ja, was mag er nicht? An der Straße ist es manchmal zu laut wegen den Autos. Da hat er ein bisschen Angst. Aber ich glaube, das ist für so einen kleinen Hund total normal, dass man da vor so großen Autos Angst hat. Gut, was mag er noch nicht? Weiß ich gar nicht. Allein ist er nie. Andere Hunde mag er auch. Also er hat keine Probleme mit anderen Hunden. Ich glaube, da ist gar nichts mehr übrig, was er nicht mag. Also mir fällt jetzt überhaupt nichts ein. Hallo. Dann die nächste Frage. Kann er schon Tricks? Also Nazco ist ein sehr, sehr schlauer Hund. Er lernt richtig, richtig schnell. Also das habe ich schon am Anfang gemerkt. Und Tricks kann er: Sitz, leg dich. Also Sitz und leg dich, die ganz normalen Sachen. Dann läuft er schon bei Fuß. Was wir jetzt noch üben müssen, am Kinderwagen ohne Leine zu laufen sozusagen, weil er Angst vor dem Kinderwagen hat, weil er einfach so groß ist. Ich meine, die Reifen sind ja schon größer als er. Und das gefällt ihm nicht so. Und sonst, er kann Checker, das ist also Foto geben. Und was macht er noch? Tanzen kann er. Und dann sind wir gerade bei Rolle. Aber das ist so das, was er ungefähr derzeit kann. Dann die nächste Frage. Was bekommt Nazco zu fressen? Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Auf jeden Fall haben wir so ein Hundefutter, so ein Nassfutter, das aus 70% Fleisch besteht und laut Fressnapf eine der besten Sorten sein soll, sozusagen. Und das bekommt er und die Laika bekommt das auch. Das teilen die sich immer. Und zusätzlich bekommen sie noch Trockenfutter. Extra Chihuahua-Trockenfutter. Also er hatte keine Lust mehr auf dem Bett zu bleiben. Ach so, und was sein allergrößtes Teil ist, ist ein kaputter Luftballon. Also wisst ihr, wenn man einen Luftballon platzt, bleibt ja so ein bisschen Reste übrig, ja? Und das feiert er richtig. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber er kaut es, er nimmt es in meinen Mund, schmeißt dann durch die Gegend und dann springt er wieder rauf und dann bewegt es sich wieder und dann spielt er die ganze Zeit damit. Wirklich, das sieht so bekloppt aus, aber es ist einfach nur ein kaputter Luftballon. Den Hund kann man mit allem glücklich machen. Ein Stück Pappe reicht ihm auch. Also das ist auch auf jeden Fall noch eine Charaktereigenschaft. Er spielt mit allem. Jetzt läuft er mit dem Luftballon durch die Gegend. Ich filme euch das mal. Schaut mal. Das ist sein Luftballon. Let's go. Hast du schon wieder deinen Luftballon im Mund? Weißt du nicht wohin? Seht ihr das, Leute? Oh mein Gott. Also er braucht nicht viel Spielzeug, sagen wir mal. Und dann auch schon die nächste Frage. Wie viel Kilo wiegt er? Also bei Chihuahuan ist es immer so,
Da gibt es entweder, oder da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ganz, ganz kleine. Ich habe letztes Mal einen gesehen, der war eine Handvoll und der war schon ausgewachsen. Und dann gibt es etwas größere Chihuahua. Aber Nasco ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Er wiegt jetzt 2,5 Kilo ungefähr. Und ist auch schon ausgewachsen. Und ich habe euch ja letztes Mal im Vlog schon gezeigt, wie groß er ungefähr ist. Er ist von der Schulterhöhe ungefähr so groß wie eine Milchpackung, wie eine 1 Liter Milchpackung. Sein Luftballon fliegt schon wieder durch die Gegend. Und genau, also von der Größe und vom Gewicht. Also 2,5 Kilo wiegt er. Ja, meine Lieben, und das waren dann auch alle Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Wie gesagt, falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte das gerne. Und sonst kann ich auch nochmal ein ausführliches Video über ihn machen. Falls ihr noch Videoideen habt über ihn, dann könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Sein Luftballon. Ich sage ja, das ist sein Favorite. Hallo, Solidier, Dickerle. Er guckt immer wie ein Opa, finde ich. Let's go. Ciao. Na los, holt er sich ihn? Nee. Yeah. Ja, falls ihr Videoideen habt über ihn oder mit ihm, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Weil ich habe total Lust, mit ihm Videos zu drehen. Auch vielleicht so ein bisschen über seine Tricks oder so. Wie gesagt, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Ich bin da total neugierig, was ihr so für Ideen habt. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!